Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ich bin im Stall, wie ihr seht, und ich hole gerade noch meine Longe aus der Halle. Die habe ich nämlich gestern liegen gelassen. Wir hatten gestern nämlich einen kleinen Schreck. Da ist meine Tochter vom Cosma gestürzt. Ich habe sie aufgefangen, Gott sei Dank. Cosma hat sich erschrocken, weil es draußen richtig gedonnert hat. Das Pferd ist ja eigentlich bombensicher. Aber halt eben nicht. Und es war dann irgendwie auch nochmal ein kleiner friendly reminder, dass Pferde, so lieb sie sind, Fluchttiere sind. Und ich meine, ich reite ja auch mit Helm, nicht weil meine Pferde mich immer runterbocken. Außer in letzter Zeit. Aber ja, ist nichts passiert. Sie hat sich nicht wehgetan. Ich habe alles gerettet. Aber erschreckend war es trotzdem. So, ich sitze jetzt auf Cosma. Und um das nochmal zu erzählen, meine Tochter sitzt regelmäßig auf Cosma und das ist überhaupt gar kein Thema. Und Cosma schläft ein. Ich habe euch hier auch schon Sequenzen gezeigt von Cosma, wie sie es drauf ist, wenn meine Tochter drauf sitzt. Aber ich lasse die beiden natürlich auch nicht alleine. Ich führe und so weiter. Naja, und gestern hat es halt gewittert. Das, eigentlich ist sie auch nicht schreckhaft. Aber irgendwie muss auch an der Straße irgendwas langgelaufen sein, weil sie jetzt sich plötzlich in der Ecke halt richtig erschrocken hat, einen Satz nach vorne gemacht. Da konnte meine Tochter sich noch halten und dann hat sie einfach einen richtigen Bocksprung gemacht. So, meine Tochter ist sehr klein noch und konnte das natürlich nicht sitzen. Und naja, ich habe halt beim ersten Hopser habe ich noch das Pferd gehalten in einer Hand und habe mich aber schon zu ihr gedreht. Und als ich dann aber gemerkt, okay, da kommt noch einer, da habe ich halt gesagt, okay, ganz blöd gesagt, scheiß aufs Pferd. Das Kind ist jetzt wichtig. Und dann habe ich halt das Pferd losgelassen und habe meine Arme nach der Kleinen ausgestreckt. Und die hat sich echt, also wirklich so ein Glück gehabt, dann auch in meine Richtung quasi so, also zu mir gedreht, sodass als sie dann den Bocksprung gemacht hat, sie auch in meine Richtung katapultiert worden ist. Sie hat nicht den Boden berührt. Ich habe sie in der Luft aufgefangen. Frag mich nicht, wie ich das gemacht habe. Adrenalin gleich Superkraft, wirklich heftig. Und ich habe mir danach solche Vorwürfe gemacht, weil man denkt sich so, ja, das Pferd macht ja nichts. Aber wie ich eben schon gesagt habe, das ist ja der Grund, warum ich auch mit Helm reite. Und warum ich mich auch ärgere, wenn Leute sagen, ich reite ohne Helm, weil meine Pferde machen ja nichts. So, ja, jedes Pferd kann man was machen. Und das war jetzt halt hier das beste Beispiel dafür. Und ich habe mich gestern deswegen erstmalig wirklich intensiv mit dem Thema Ponykauf auseinandergesetzt, weil ich auch nicht möchte, dass meine Tochter jetzt Angst hat zu reiten. Ich bin aber auch ganz ehrlich, noch ein Pferd jetzt gerade ist finanziell mit Haus und noch weiteren Plänen da einfach gerade nicht drin. Die Anschaffung ist ja nichts bei Ponys, aber die kosten ja von der Boxmiete genauso viel wie ein großes Pferd und müssen auch zum Tierarzt, auch zum Schmied, brauchen auch passendes Equipment und kosten auch Zeit, weil meine Tochter ist so klein, dass ich der jetzt auch nicht jeden Tag das umhängen möchte, sich um ein Pferd zu kümmern. Das heißt, ich habe plötzlich einfach noch ein Pferd, zwar im Mini-Format, aber es muss auch bewegt werden. Das ist ja so ein Irrglaube, dass diese kleinen Dinger halt so Rasenmäher sind. Geht ja auch nicht. Das ist halt eigentlich gefühlt relativ kompliziert sogar mit so einem kleinen. Naja, und deswegen, aber ich habe gestern zum ersten Mal tatsächlich nach Ponys wirklich geschaut, weil ich halt dachte, okay, beim Pony habe ich die Möglichkeit, vorne festzuhalten und das Kind festzuhalten. Dich mal zusammen, Cosma, und das Kind festzuhalten, weil ich habe halt nicht das Glück, dass jemand mit mir in den Stall kommt und mir helfen kann. Aber so wie jetzt, dass ich halt das nur das Pferd führe und sie oben drauf sitzt, das traue ich mich jetzt erstmal nicht mehr, weil ich das Gefühl habe, das ist total unverantwortlich. Also versteht mich nicht falsch, ich habe sie nicht bewusst einer Gefahr ausgesetzt, aber irgendwie ja schon, weil am Ende ist es ja ein Fluchttier. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, was ich für Gewissensbisse habe, dass das passiert ist. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ich fühle mich wie die schlechteste Mutter auf der ganzen Welt. Und tausend Horrorszenarien sind mir durch den Kopf gegangen, was hätte passieren können. Sie wollte zum Beispiel an dem Tag unbedingt mit Steigbügeln reiten und ich habe mich halt durchgesetzt und gesagt, nein, die Steigbügel bauen wir ab, weil ich keinen Bock hatte, sie so überzuknurren. Stellt euch mal vor, ich hätte die Steigbügel nach oben gebumselt, wäre am Steigbügel festgefangen und mein Pferd wäre da lang gebumselt. Das Bein wäre durch, alles wäre durch bei dem Kind. Alter Schwede, ich weiß, es ist nicht passiert und es bringt nichts, sich dann danach aufzureiben, aber ich kann mich davor halt auch nicht, davon nicht freimachen, dass ich jetzt die ganze Zeit diese Gedanken habe und mir einfach Vorwürfe mache. Deswegen ein Reminder an alle reitenden Muttis da draußen. Denkt dran, auch eure liebsten Pferde, wozu ich Cosma zählen würde, sind am Ende des Tages Fluchttiere mit Instinkten. Fertig mit Cosma.
Das war anstrengend. Ich versuche mir das momentan alles wieder so ein bisschen zurechtzuschaukeln, wie ihr wisst. Ich mache auch gerade noch was anderes für euch. Ich bin richtig gespannt, wie es bei euch ankommt. Ich habe auch ein bisschen Angst, dass es nach hinten losgeht. Dass es Leute falsch verstehen werden. Aber es ist eine sehr intensive Zusammenfassung von dem, was ich gerade mache, dass ich wieder zu einem körperlich gesunden Menschen werde. Und ich bin sehr gespannt, wie ihr das Ganze seht und wie ihr das Ganze findet. Und freue mich auf euer Feedback. Das Ganze ist getimed. Und ihr werdet sehen, das klingt jetzt gerade ein bisschen kryptisch, aber ihr werdet sehen, wie es aussieht, wenn ich fertig bin. So, jetzt reite ich Cosma noch ein bisschen Schritt und die nächsten drei longiere ich. Und dann muss ich mich auch tatsächlich schon beeilen, weil ich durfte heute ein bisschen früher hier sein. Normalerweise öffnet der Stall für Einstaller erst ein bisschen später, aber ich habe gefragt, ob ich heute ein bisschen früher kommen darf, damit ich eben es schaffe zu reiten und trotzdem rechtzeitig wieder zu Hause zu sein, um die Kleine abzunehmen, weil mein Mann heute relativ viele wichtige Meetings hat. So, ich muss meinen Putzwagen mal wieder aufräumen und sauber machen. Was ich euch aber mal zeigen wollte, weil mich einige danach gefragt hatten nach dem Turnier. Ich habe da auch ein Reel zu hochgeladen und bei TikTok habe ich auch schon was dann gemacht darüber. Das ist eine Warnschleife für den Schweif. Ich weiß nicht, wie viele von euch das kennen, aber die sind tatsächlich dazu da, um andere Reiter vorzuwarnen, dass das Pferd vielleicht treten könnte, dass es etwas aggressiv ist. Tatsächlich gibt es für nervöse und aufgeregte Pferde eine andere Farbe und das ist gelb. Aber die meisten Leute kennen diese ganzen Farben nicht. Also es gibt irgendwie noch blau, grün, lila, schwarz. Ich weiß gar nicht, ob es weiß auch gibt. Aber die meisten kennen nur Rot und wissen auch gar nicht genau, was es bedeutet, sagen einfach nur Achtung. Und und diese Schleife hier, die kann man einfach am Schweif festmachen und dann kann man andere Reiter damit vorwarnen. Boah, ich sehe auch jetzt nicht mehr fit aus nach einem Pferd. Ich habe mir jetzt Lotti geschnappt. Wir gehen in den Longierzirkel. Ich lege noch ein kleines Cavaletti hin. Und dann longiere ich jetzt ein bisschen über Cavalettis. Habe gesagt, ich mache lieber jetzt kürzer, dafür etwas höhere Intensität, damit die halt trotzdem so ordentliches gemacht hat und ich aber trotzdem mich beeilen kann. Wir sind fertig. Lotti hat das ganz toll gemacht. Ich bin sehr begeistert von ihr. Sie wird auch immer besser darin, sich so zu entspannen. Das fällt ihr ja besonders schwer, mal entspannt zu sein. Aber sie macht das eigentlich sehr, sehr gut. Und ja, irgendwie sind das für mich dann auch richtige Erfolgsmomente, wenn ich merke, dass meine Pferde sich entspannen. Dann mag der ein oder andere jetzt vielleicht sagen, so lächerlich. Aber irgendwie hat sich, habe ich ja schon mal gesagt, über die letzten Jahre mein Mindset sehr verändert in Bezug auf meine Pferde und die Umgangsweise. Und das passiert irgendwie, das ist dann, befindet sich immer im Wandel, aber jetzt gerade habe ich das Gefühl, ich finde so ein bisschen zu meinen alten Gedanken wieder. So, Mausi ist gewaschen. Jetzt mache ich noch einmal die Füße. Und zwar ist das mein Go-To-Produkt. Ich nutze es tatsächlich schon seit einer Weile und seit neuestem habe ich auch eine Kooperation mit denen. Und ich mag diese Pflegeprodukte total gerne. Nicht zuletzt, weil auch der Pinsel einfach ultra fancy ist. Man kann natürlich auch jeden anderen nutzen. Und der Pinsel ist jetzt auch nicht der Grund, warum ich die so toll finde, die Produkte. Aber es klingt so doof, aber es ist irgendwie so ein grundsätzliches Erlebnis, wenn ich meine Pferde mit den Produkten pflege. Die haben halt drei Produkte. Einmal das Wonder Oil, dann das Shiny Shoes. Und dann haben sie noch, Moment, wie heißt es? Halt auf jeden Fall, Entschuldigung, Mähne- und Schweifpflege. Das ist das hier, Care & Glow. Und ich bin mit denen echt so zufrieden. Das sind halt drei Produkte und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist mal wieder so ein klares Zeichen dafür. Man braucht nicht 30 Milliarden Putzsachen, 30 Milliarden Pflegesachen. Es reicht, wenn man wenige und dafür die richtigen hat. Und dann ist immer alles gut, ja? So, fertig mit Caspi. Auch der entwickelt sich sehr zum Positiven Stück für Stück. Das macht mich sehr glücklich. Und jetzt schnappe ich mir nur noch Siva. Kleine Powergranate. Vorher muss Caspi aber noch ein paar Pflegeprodukte aufgetragen bekommen. So, bei Caspi mache ich jetzt das gleiche. Einmal die Hufe einölen, aber er hat ja hier noch von seinem Pilz Überbleibsel. Ich muss auch sagen, Füchse sind so empfindlich. Ist ja zwar meine Lieblingsfellfarbe, aber
der hat ständig Probleme. Und ich erinnere mich auch, der Fuchs von meiner Schwester, der hat auch immer mal wieder Hautprobleme gehabt. Scheint so ein Fuchsding zu sein. Deswegen werde ich Kasper jetzt einmal mit dem Wonder Oil von EOBotanic behandeln. Das mache ich immer wieder. Und es hat sich auch schon deutlich gebessert. Und zwar ist das das hier, Balsam für gestresste Haut. Auf. Noch so viel Fliegen, ist auch so gemein. Naja, kratz dich mal. Und dieses Zeug ist echt genial. Also der Name ist echt Programm. Ich kann es euch nur empfehlen. Wenn ihr unten in die Infobox schaut, da habe ich euch auch meinen Code reingeschrieben und euch Links reingepackt. Das heißt, ich kann es euch wirklich nur wärmstens empfehlen. Das ist eins dieser Produkte, das einfach wirklich hält, was es verspricht und nicht einfach nur ein bisschen drauf sprühen und alle denken, sie haben was Gutes getan. Das ist wirklich echt, ich bin total begeistert von den Produkten. So, jetzt ist Ferret. Ich habe gerade noch die Sachen weggeräumt, die wir gestern bei Obi gekauft haben. Und zwar ein fancy schmancy Heckenschneider, mit dem ich jetzt überall rankomme, weil wir nämlich echt hohe Büsche haben. Und ein Spaten und all solche Sachen. Sachen, über die man sich so richtig freut, wenn man Hausbesitzer ist. Wo man früher so dachte, Gartenabfallsack und jetzt? Nee, da freue ich mich jetzt gerade richtig doll drüber. Und das habe ich gerade weggebracht. Jetzt habe ich auch gerade nochmal unser Grundstück gecheckt. Denn wir haben hier irgendein minder bemitteltes menschliches Wesen, welches fast täglich an exakt der gleichen Stelle in unserem Garten einen Hundekotbeutel reinschmeißt. Ich weiß nicht, wer es ist. Ich weiß nicht, warum die Person das macht. Vor allem, weil es halt immer die gleiche Stelle ist. Es ist eindeutig immer der gleiche Hund, weil immer die gleiche Menge, immer der gleiche Beutel, Beutel nie zugeknotet. Und ich bin mir mittlerweile nicht ganz sicher, ob das nicht sogar ein persönliches Problem ist, was weird wäre, weil wir kennen hier niemanden. Aber unser Haus ist schon ein paar Mal thematisiert worden, weil viele Leute in diesem Ort oder alle Leute kennen das Haus, weil das Haus ja auch schon seit Ewigkeiten in einer Ärztefamilie ist. Und oh mein Gott, das kann man dann ja, das ist super krass. Also unser Haus ist bekannt, auch in den anderen Ortschaften. Und das ist ja auch schön, wenn die Leute das Haus kennen und mögen. Aber uns schlägt hier nicht nur positives Gehabe entgegen, wie ihr wisst. Was sehr schade ist, aber was soll's. Auf jeden Fall bin ich grundsätzlich kein Mensch, der ein Fan von... Also ich bin großer Freund von Privatsphäre, aber ich bin jetzt nicht so der klassische Sichtschutzzaunmensch. Und wir sind jetzt aber mittlerweile am Überlegen, was wir hier hinpflanzen, ob wir die 1,80 zur Straßenseite komplett ausreizen sollen. Wenn ja, wie machen wir das, dass es ästhetisch ist? Weil Sichtschutzzäune sind halt selten ästhetisch. Aber ich bin halt ganz ehrlich, ich habe halt keinen Bock, jeden Tag die Hinterlassenschaften von einer Person wegzuräumen, die irgendwie nicht mal Tassen im Schrank hat. Und wir haben sogar schon eine Vermutung, wer es ist. Aber wir haben die Person noch nicht auf frischer Tat ertappt. Und sollten wir das tun, dann Gnade dieser Person. Gott, dann werde ich die so anschreien. Weil es mag für manche jetzt spießig klingen, aber ich finde es einfach so unter aller Sau. Hier sind Mülleimer. Wir haben hier, das ist ein ganz normaler Ort, wo man Sachen halt wegschmeißen kann. Und wenn man nichts zum Wegschmeißen hat, dann nimmt man verdammt nochmal seinen Hundebeutel mit und schmeißt ihn bei sich zu Hause in die Mülltonne. Es kann nicht angehen und es macht mich so wütend. Das kann man sich nicht vorstellen. Ich habe, als ich das erste Mal hier, die Seite hier, ständig schmeißen die Leute sowieso Müll bei uns rein in den Garten. Weil wir leider in der Einflugschneise von zwei Supermärkten liegen und anscheinend ist das dann der perfekte Ort, um sein Eispapier reinzuschmeißen, weil die Leute halt einfach keine Erziehung genossen haben. Und jetzt gerade ist so ein bisschen das Dilemma, wie kann ich eine Hecke hinpflanzen, die so dicht ist und auch schnell dicht ist, dass ich nicht jahrelang zwischen den Heckenblättern Hundebeutel raussammeln muss, weil ich würde der Person auch zutrauen, dass die das weitermacht. Die Hecke muss so nah am Zaun sein, dass sie den Zaun, der da jetzt steht, quasi mit umschließt. So, das heißt, wenn wir Platz zwischen Hecke und Zaun lassen, müsste ich davon ausgehen, dass die Person das halt weiter dahin schmeißt. Und ich dann halt ständig hinter der Hecke was sammeln muss. Wenn der Zaun nicht hoch genug ist, muss ich davon ausgehen, dass die Person das weiterhin über den Zaun flitscht. Und das heißt, ich bin gerade richtig... Wenn ihr eine Idee habt, sagt es mir gerne, aber wir brauchen was Immergrünes, was extrem Dichtes, was schnell Wachsendes und am besten irgendwas mit Selbstschussanlage. Spaß, aber Dornen wären toll. Und es macht mich einfach wahnsinnig, weil
ich frage mich echt, also mein Mann und ich haben uns auch schon 2-3 Mal angeschaut. Wir fragen uns echt, warum manche Menschen so sind. Weil es ist, also wirklich viel, was wir hier machen, ist Thema. Ne? Also es ist Thema, dass wir, als wir das Haus entrümpelt haben, das war Thema, weil, wie können wir das denn machen? Ich bin hier sogar mal angesprochen worden, so, oh mein Gott, da müssen ja richtig teure Möbel drin gewesen sein, die sie einfach weggeschmissen haben. Dabei war das ein Ärztehaus. Und ich denke nur so, the fuck, ja, aber wir haben da kaputte Stühle, kaputte Tische. Also die haben die guten Sachen mitgenommen. Wir haben, würde ich mal sagen, 10 Sachen behalten und das Haus entrümpelt. Das war Teil des Deals, als wir das Haus gekauft haben, diese Entrümpelung. Also wir haben das Haus quasi voll möbliert gekauft. Aber es war allen Parteien, den Verkäufern und Käufern klar, dass das Haus entrümpelt wird und nicht, dass wir da einfach einziehen, wie es ist. Und das ist hier ein Politikum wohl gewesen teilweise. Alter Schwede. Und das ist echt unfassbar. Also ja, und auch immer wieder kriege ich so schnippische Fragen. Na, wann geht's denn drin mal weiter? Von irgendwelchen Leuten, die ich noch nie gesehen habe, die mich einfach am Gartenzaun sehen, wo ich so denke, wir sind die ganze Zeit am Arbeiten, so, wo ich so denke, sorry, aber was denkt ihr denn? Also, ich spreche nicht über alle Leute. Es gibt auch ein paar super nette Leute hier. Ich hatte eine Nachbarin auch ganz süß angesprochen, dass bei uns jemand auf dem Grundstück war und dass sie das halt auch fotografiert hätte und nur damit wir Bescheid wissen. Und also richtig süß. Wir haben auch 2 direkte Nachbarn, die total süß sind. Und schlussendlich wohnt man ja auch nicht im ganzen Ort, sondern in seinem Haus. Aber das ist so krass. Also ich habe das ja schon mal gesagt, aber mir war nicht bewusst, wie viel auf dem Dorf gelabert wird. Es war mir nicht klar. Ich kann hier nichts machen, weder mit meinen Pferden noch privat, ohne dass die Buschtrommeln nicht funktionieren. Es ist fascinating. Aber gut. So, jetzt habe ich mich genug aufgeregt. Ich fahre jetzt nach Hause. Frühstück machen für alle. Wir haben nämlich gerade das Haus voll. Und dann fahre ich vielleicht nachher nochmal zu den Pferden. Ich weiß es noch nicht genau. Ich gucke mal, was wir ansonsten heute machen. Und vielleicht gehen wir nachher nochmal ein bisschen Hecke schneiden. Und die eine Hecke wächst zu unseren Nachbarn rüber. Die anderen Nachbarn, mit denen haben wir da eine ganz coole Regelung gefunden. Aber die können das nicht machen. Also die können die Hecke auf ihrer Seite nicht selber wegmachen. Und es ist ja auch unsere Hecke. Und deswegen ist ja auch klar, dass wir das machen. Und deswegen müssen wir nochmal schauen, ob wir das jetzt heute machen oder morgen machen. Je nach Wetter auch. So, und jetzt mache ich mich auf den Weg. Jetzt habe ich mich, wie gesagt, genug aufgeregt und dann sehen wir uns später. So, auch das gehört ja dazu, wenn man ein Haus hat. Wir haben hier jetzt alles, hier vorne alles weggemacht. Wir haben hier, der Berg wird immer größer. Wir haben, nicht schütteln, Schatz. Wir haben vorne an der Straße alles sauber gemacht, den Gehweg. Läuft gut, würde ich sagen. Jetzt haben wir das heute geschafft. Und jetzt geht es dann weiter. Irgendwann werden wir uns dann hier mal für eine Hecke entscheiden müssen, die dann hier hinkommt. Aus gegebenem Anlass.